Heute, Be'ezrat Hashem, reden wir über Chag HaShavuot. Chag HaShavuot, das ist der Tag, wo wir die Tora bekommen haben, deswegen feiern wir überhaupt diesen Feiertag. Aber was ist genau passiert zu dieser Zeit? Wie haben wir genau die Tora bekommen? Ab wann gibt es die Tora? Wann hat HaKadosh Baruch Hu es geschrieben? Warum hat HaKadosh Baruch Hu nicht mit der Welterschaffung die Tora gegeben an den Menschheit? Haben die Nicht-Juden auch gehört bzw. gewusst, dass wir die Tora bekommen haben zu dieser Zeit? Mit welcher Sprache haben wir die Tora bekommen? Und von wem haben wir es bekommen, die Tora? Von wem haben wir das gehört? Von Moshe Rabbeinu oder von HaKadosh Baruch Hu? Warum haben wir die Tora bekommen genau auf Berg Sinai? Berg Sinai, ein kleines Berg, relativ ein kleines Berg. Warum nicht auf andere hohe Berge? Und viele, viele spannende Sachen werden wir Be'ezrat Hashem heute in diesem Shiur sprechen. Als allererstes, wie wir schon gesagt haben, Chag HaShavuot, das ist der Tag, wo wir die Tora bekommen haben. An dem Tag haben wir die Tora bekommen, im Jahr 2448 nach der Welterschaffung haben wir die Tora bekommen am 6. Sivan. Ab wann gibt es die Tora? Ich habe geschrieben, Talmud Shabbat, Seite 88b, dass die Tora existiert schon 974 Generationen vor der Welterschaffung. Also 974 Generationen vor der Welterschaffung hat HaKadosh Baruch Hu die Tora schon geschrieben. Und wir müssen noch ein Prinzip wissen, ein Fundament, dass wir leben nicht in dieser Welt und nachdem die Welt existierte, dann haben wir die Gesetze von HaKadosh Baruch Hu bekommen. Nein, HaKadosh Baruch Hu hat zuerst, wie wir schon gesagt haben, die Tora geschrieben und wie es die Gesetze in der Tora geschrieben steht, dann, deswegen hat HaKadosh Baruch Hu mit diesen Gesetzen auch die Welt erschaffen. Was bedeutet das? Geben wir einige Beispiele, damit es verständlicher ist. Es steht geschrieben in der Tora, Ve'avta le'reacha kamocha. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Unter diese Mitzwa, was wissen wir? Es gibt zum Beispiel Tzedakah, Spenden muss man. Jetzt nehmen wir diesen Punkt Spenden. Warum spenden wir an den armen Menschen? Nicht weil HaKadosh Baruch Hu ist, nicht weil wir leben in dieser Welt und HaKadosh Baruch Hu hat es so in der Tora geschrieben. Nein, also HaKadosh Baruch Hu, er hatte zuerst die Tora erschaffen und er liest dort, okay, steht geschrieben in der Tora, was ich geschrieben habe, dieses Gesetzbuch, was ich geschrieben habe eigentlich für die Schöpfer, was ich schöpfen werde, steht da geschrieben, man muss Tzedakah geben. Deswegen, ich erschaffe einen Mensch mit einem Eigenschaft zu spenden, also diese Sache, erstens die Eigenschaft zu spenden, zweite Sache ist Geld, ich erschaffe auch Geld, damit, warum? Damit es auch dieses Prinzip gibt, um anderen zu spenden. Oder andere Beispiel. Du darfst nicht stehlen, steht geschrieben in der Tora. Also warum stehlen wir nicht? Nicht, dass HaKadosh Baruch Hu hat gesehen, dass wir stehlen und, nein, er hat geschrieben ein Buch, du darfst nicht stehlen, nein. Davor hat er geschrieben schon, du darfst nicht stehlen. Und er hat geschaut auf die Welt, ich muss die Welt so bauen, dass es wie die Tora ist. Also deswegen, ich gebe den Menschen auch diesen Trieb zu stehlen. Warum? Weil in der Tora geschrieben steht, nicht zu stehlen. Weil das ist dasselbe Prinzip, was wir gesagt haben, dass die Tora schon existiert, 974 Generationen vor der Welterschaffung. Und es steht noch geschrieben, zum Beispiel, noch ein Beispiel für uns, Kabedet avicha vetimecha, du musst deine Eltern ehren und respektieren. Deswegen HaKadosh Baruch Hu sagt, ich muss auch Eltern geben für einen Menschen. Vater, Mutter, warum? Damit er diese Gebot einhalten kann. Und so für alle 613 Ge und Verbote, was wir haben in der Tora. HaKadosh Baruch Hu hat es erschaffen, warum? Weil es steht geschrieben in der Tora. Deswegen hat er die Welt so erschaffen, dass wir überhaupt die Tora einhalten können. Ähnlich ist es auch geschrieben im Buch Zohar. Buch Zohar, Rabbi Shimon bar Yochai schreibt dort, Istakal be'oita uvara alma. HaKadosh Baruch Hu hat auf die Tora geschaut und danach hat er die Welt erschaffen. Das bedeutet, die Tora, das ist wie eine Tiuta auf Hebräisch. Das ist, es gibt zum Beispiel einen Architekt. Er möchte ein Haus bauen. Bevor man ein Haus baut, man muss einen Plan machen. Okay, dann so viel Quadratmeter da und dort, aus diesen Elementen muss es bestehen, aus diesen Bausteinen. Nur wenn er den Plan hat, dann kann er beginnen zu bauen. Genau dasselbe mit unserer Welt. HaKadosh Baruch Hu hat den Plan der Welt geschrieben, das ist die Tora. Und danach hat er, mit diesem Plan, von diesem Plan hat er die Tora
die Welt gemacht. Jetzt kann man nachfragen, aber wie? Es steht geschrieben in der Tora auch, Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, Adam Arishon, Adam der Erste, die ganze Geschichten, nicht nur Gesetze. Gesetze, okay, ist verständlich, HaKadosh Baruch Hu hat so gemacht die Menschheit, laut die Gesetze. Von der Gesetze hat er auch die Triebe und die Prinzipien in dieser Welt, die Welt erschaffen. Aber wie kann es sein, dass es in der Tora, bevor überhaupt diese Menschen gab, Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, Sdom und Amorah, Adam Arishon, bevor es überhaupt gab, HaKadosh Baruch Hu hat es schon niedergeschrieben. Sondern wir müssen wissen, ein Fundament, und zwar das, natürlich ist es nicht so. Ich habe nicht dort geschrieben, in dieser Tora, diese spirituelle Tora, Moshe Rabbeinu, Am Israel, Ägypten, stand nicht so dort geschrieben. Sondern die Tora, sie hat existiert nur durch Buchstaben. Buchstaben, Buchstaben, das bedeutet, Bereshit bara Elohim, es hat nicht geschrieben, Bereshit bara Elohim, am Anfang. Sondern, also am Anfang hatte HaKadosh Baruch Hu Gott Himmel und Erde erschaffen. Stand nicht so. Am Anfang hat HaKadosh Baruch Hu nur Buchstaben geschrieben. Also Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav, Bereshit, Bet, Resh, Aleph, Bara, alles zusammen. Also alle Buchstaben waren zusammen. Und es kommt eine Zeit, danach hat er es getrennt. Okay, Bereshit, Bara, Elohim. Ah, warte, ich hätte da geschrieben, Bereshit, Bara, Elohim. Ich bin Elohim. Und ich hätte da geschrieben, ich soll die Welt erschaffen. Okay, ich habe die Welt erschaffen. Und als die Menschen nachher gekommen sind, dann hat man wirklich es niedergeschrieben, die Fortsetzung von der Tora. Also nicht die Welterschaffung, sondern von den Menschen. Also nach Adam hat man schon geschrieben über die Geschichte von Adam und von Avraham Avinu. Wir werden es noch sehen, Bezat Hashem, weiter in unserem Shiur. Noch genauer. Also, das Buch Zohar sagt uns, Istakal be'oraita uvara almat. HaKadosh Baruch Hu Gott, er hat geschaut auf die Tora und durch die Tora, auf die Plan der Welt, hat er so die Welt erschaffen. Also wenn wir Tora lernen, wir müssen wissen, das ist etwas Starkes, das ist etwas, was vor der Welterschaffung existiert hat. Wann hat HaKadosh Baruch Hu die Tora gegeben? Wie wir alle wissen, nicht sofort. Nicht mit der Welterschaffung hat er schon gegeben zu Adam alle 613 Gebote und Verbote, was wir heute haben. Sondern er hat ihm einige Gesetze gegeben, mündlich überliefert. Adam, Avraham, Avinu, Yitzhak, Jakob, wir sehen das in der Tora. Es gab auch mündliche Gesetze, was man mündlich überliefert hat. Aber die Tora, was wir heute kennen, die vollständige Tora, die fünf Bücher Mose, 613 Ge und Verbote, das haben wir bekommen 26 Generationen nach der Welterschaffung. Aber warum genau 26 Generationen? In der 26. Generation, es gab schon Moshe Rabbeinu. Geben wir die Namen von denen, damit wir wissen, wie genau diese 26 Generationen waren. Adam, erste Generation. Adam, Shet, Enosh, Kenan, Maalalel, Jered, Chanoch, Metushelach, Lemech, Noach, Shem, Arpachshad, Shelach, Ever, Peleg, Reu, Serug, Nachor, Terach, Avraham, Yitzhak, Jakob, Levi, Kehat, Amram und Moshe. Insgesamt haben wir gesehen 26 Namen, 26 Generationen von der Welterschaffung. Mit Moshe Rabbeinu, in der Zeit von Moshe Rabbeinu, haben wir, wie alle schon wissen, die Tora bekommen. Aber warum hat HaKadosh Baruch Hu nicht mit der Welterschaffung es Adam gegeben, die vollständige Tora? Weil es wird geschrieben in den Psalmen, da war Ziva le'elefto. Da war Ziva le'elefto. Eigentlich der Plan Gottes war so, am Anfang, dass er wird die Tora geben nach 1000 Generationen ab der Welterschaffung. Da war Ziva le'elefto. Aber HaKadosh Baruch Hu hat es geschrieben, Talmud Chagam, HaKadosh Baruch Hu hat gesehen, die Generationen, er sieht, diese 1000 Generationen sind nur schlechte Generationen. Wie Sodom und Amora, Dora Palaga, Turm Babel und viele, viele, Dora Mabul, Sintflut. Er hat gesehen, viele problematische Personen. Und er sagt, ich kann jetzt nicht, wenn es nur einige Generationen sind und so viel mache ich jetzt Katastrophen in dieser Welt, Sintflut, babylonische Turm, oder Sdom und Amora, was ich jetzt vernichtet habe. Ich kann jetzt nicht so 1000 Generationen von dieser Reschein geben. Was mache ich? Ich kürze das. 974 Generationen vor der Welterschaffung hat schon die Tora existiert. Plus die 26 Generationen nach der Welterschaffung. Insgesamt 1000 Generationen. Und 1000 Generationen passt es genau, was im Psalmen geschrieben steht. Da war Ziva Lelevdom, dass wir haben die Tora bekommen nach 1000 Generationen, nachdem HaKadosh Baruch Hu
die Tora geschrieben hat. Und er hat es nicht Adam gegeben, sofort die ganze Tora. Warum nicht? Erstens, wegen dieser Pasuk, was wir gesagt haben, die erste Antwort. Zweite Antwort, weil Akadosh Baruch Hu hat gewartet für einen Volk, dass er für, ihn, für diese Volk auch die Tora bringt. Nicht für einzelne Menschen, nicht Abraham oder Yitzhak oder Jakob, die ganze Tora denen zu geben. Nein, weil die Tora ist etwas, etwas Starkes. Er gibt es nicht nur, nur Abraham, ja, die ganze Welt soll auf der Seite liegen, du bekommst die Tora. Er macht es nicht so, er macht für einen ganzen Volk. Warum genau zu Am Israel? Das ist ein anderes Thema. Und Akadosh Baruch Hu hat gewartet, bis Am Israel werden sich verbessern und ihre ganze Triebe werden sie auf der Seite legen. Und deswegen, wir waren auch versklavt in Ägypten. Dass die ganzen schlechten Sachen müssen bei uns rausgehen. Qual und schlechte Zeiten für uns. Und danach, wenn wir schon aus Ägypten rauskommen, dann sind wir schon rein und heilig. Und so können wir schon als Volk die Tora bekommen. Es steht geschrieben in der Tora, nachdem Am Israel Ägypten verlassen haben, jetzt wir kommen immer näher und näher zur Erden der Tora. Es steht geschrieben in der Tora, das bedeutet, nach 50 Tagen, Entschuldigung, nachdem ihr Ägypten, von Ägypten rausgegangen seid, wo du, Moshe Rabbeinu, sie rausgebracht hast, ihr werdet mich dienen, mich, also Gott, werdet mich dienen, ta'avdun et Elohim al haraze, auf diesen Berg. Aber es steht geschrieben in der Tora, ta'avdun. Warum steht es geschrieben, ta'avdun? Auf Hebräisch ist nicht richtig, so zu schreiben. Wenn ich dienen schreiben möchte, dann heißt es ta'avdu. Ihr werdet mich dienen. Aber warum ta'avdun mit nun? Sagt uns die Gelehrte, ta'avdun, diese nun, diese zusätzliche nun, das ist nicht einfach so. Es steht sogar eine Buchstabe und ein kleines Punkt, nicht einfach so in der Tora. Von jedem kleinen Punkt und Buchstabe kann man etwas lernen. Also warum steht es diese Buchstabe nun? Wie wir alle wissen, nun, das ist Buchstabenanzahl 50. Akadosh Baruch Hu hat einen Hinweis gegeben zu Am Israel. In 50 Tagen nachdem ihr Ägypten verlässt, dann werdet ihr die Tora bekommen. 50 Tage später. Okay, aber warum nicht sofort? Ich verstehe, wir sollen jetzt versklavt sein in Ägypten. Es gab einen Schwur zwischen Abraham und Akadosh Baruch Hu. Hashem sagt ihm das, dass wir werden versklavt sein. Aber gib uns die Toran sofort. Warum 50 Tage noch eine Pause für uns? Wir warten noch 50 Tage. Sondern auf diese Frage kann man antworten mit einem Beispiel, mit einem Maschal. Man erzählt über einen König. Ein König hatte einen Sohn, einen Prinz. Dieser Prinz, er hat gelitten. Er hat eine schwere Krankheit bekommen. Und er war im Krankenhaus mehrere Tage lang. Man hat ihm gegeben Medikamente, Operationen da, Operationen dort. Und man hat versucht, ihn wieder gesund zu machen. Und bis eines Tages kommt der Tag, wo der Sohn gesund geworden ist. Die Ärzte haben es geschafft, er ist schon gesund. Sagen die Weisen von den Ministern und die Weisen von dem König, Herr König, kommen Sie jetzt und nehmen Sie Ihren Sohn und er soll jetzt, an dem Tag, wo er schon von dem Spital und Krankenhaus, wo er das verlassen hat, er soll sofort gehen, um zu studieren. Er soll jetzt eine Ausbildung machen, da und dort mehr studieren, Mathematik, Physik, Chemie. Er soll studieren jetzt. Sagte der König, nein, ich möchte, dass er studiert, ihr habt recht. Er muss auch studieren, er muss ein kluger zukünftiger König sein, auch klug sein. Aber zuerst, er braucht eine Pause. Wo war er jetzt? Er war jetzt im Krankenhaus, Spital. Was hat er dort gesehen? Nur schlechte Sachen, Krankheiten, Operationen, Medikamente. Was sieht er? Alles nur Menschen, nur Ärzte sieht er dort. Deswegen, er soll bei mir im Palast leben. Noch einige Tage und Monate. Und nach einigen Monaten, wo er bei mir im Palast lebt, wo er dort kein Vergnügen hat, Genuss hat, er kann essen, wie viel er will, er kann alles, was er möchte, kann er machen. Er kann schlafen, wann er will. Er kann alles machen, was er möchte. Nach einigen Monaten, er wird sich ein bisschen anpassen. Er wird zu sich kommen. Und danach werde ich ihn mir losschicken, um zu studieren. Das war der Beispiel. Genau dasselbe Akadosh Baruch Hu und Am Israel. Akadosh Baruch Hu ist der König. Wir sind wie dieser Prinz. Wir waren versklavt. 210 Jahre in Ägypten. Wir waren dort versklavt. Was haben wir dort gesehen? Nur schlechte Sachen.
Man schlägt uns, man gibt, man nimmt unsere Frauen, unsere Kinder, man tötet unsere Kinder. Alles Schlechtes haben wir dort gesehen. 210 Jahre, das ist nicht ein Jahr oder sowas. Das ist 210 Jahre haben wir das gesehen. Waren wir versklavt in Ägypten. Und insgesamt, bepaare ich 86 Jahre, war das sehr stark. Und HaKadosh Baruch Hu sagt zu den Engeln, ich kann nicht sofort die Tora geben zu so einem Volk, was eigentlich eine Trauma hat. Sie haben ein Trauma. Was haben sie dort gesehen? Nur schlechte Sachen. Deswegen, ich gebe denen eine Entspannungszeit. Also sie können sich jetzt zu sich Erholungszeit, zu sich kommen. 50 Tage haben sie Zeit. Und jetzt in diese 50 Tage, was sehen Am Israel? Zuerst sie verlassen Ägypten, diesen schlechten Ort verlassen sie. Und sie sehen Meeresspaltung. Sie sehen, Mann kommt runter vom Himmel. Sie sehen die Ananerkavot, die sieben Himmelswolken, was gekommen, also die Wolken, Ehrenwolken, was gekommen sind. Und sie sehen und sehen und sehen gute Sachen. Die sehen HaKadosh Baruch Hu von ihm, Krat Yam Suf. Sie sehen nur gute Sachen. Die sehen Moshe Rabbeinu, HaKadosh Baruch Hu. In diese 50 Tage, dann kommen sie schon zu sich. Und so nach 50 Tagen können sie schon mit reinem Kopf die Tora bekommen. Deswegen hat HaKadosh Baruch Hu nicht sofort die Tora gegeben an Am Israel. In diese 50 Tage noch, jeden Tag, was vergangen ist, wie wir schon gesehen haben in anderen Shiurim über Oma-Zeit, Am Israel haben gezählt. Gott sei Dank, erster Tag haben wir schon Ägypten verlassen. Zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter, zehnter, 20. Und bis es schon gekommen ist zu 49, vollständige Tage haben sie schon gezählt. Warum? Damit wir schon endlich die Tora, unser Ziel, eigentlich bekommen werden. Und nach jedem Tag, also in jedem Tag, was vergangen ist, die sind noch hinaufgestiegen in der spirituelle Kraft, spirituelle Niveau von denen. Sie sind noch heiliger und noch reiner geworden. Jeden Tag. Und noch reiniger, noch reiniger. Sie waren in Ägypten, steht geschrieben mit Midrasch, in der 49. Level, Niveau von der Unreinheit. So schlecht für uns, so schlimm war es für uns. Nicht nur physisch, auch unsere Seele war dort schlecht. Also das bedeutet, wir waren in der 49. niedrigste Stufe, was es noch sein kann. Eine Stufe in 50. Gott sei Dank waren wir nicht in der 50. Stufe. Aber wir waren die vorletzte Stufe von der Unreinheit waren wir in Ägypten. Und deswegen, wir erzählen jetzt, das ist noch ein Grund, deswegen erzählen wir noch 49 Tage, nachdem wir Ägypten verlassen haben. Und wir sind noch heiliger und heiliger und heiliger, bis der 50. Tag kommt. Wir sind vollständig rein und heilig netto. Okay, wir wissen, dass HaKadosh Baruch Hu, er hat gegeben die Tora auf Berg Sinai. Warum aber genau auf Berg Sinai? Wie wir schon gefragt haben davor, relativ gesehen ist Berg Sinai nicht so hoch. Es ist hoch, aber nicht so hoch im Vergleich zu anderen Bergen. Es gibt zum Beispiel Everest, es gibt zum Beispiel Har Karmel, Har Tabor, Har Hermon. Es gibt so viele hohe Berge. Warum genau auf Berg Sinai? Es gibt auch dafür einige Gründe. Erstens sagt uns der Midrasch und Talmud Megillah, weil zu dieser Zeit war Kadosh Baruch Hu, er wollte schon Am Israel die Tora geben. Es steht geschrieben, Allah Harazeh, auf diesem Berg. Welchem Berg? Und beginnen jetzt die Berge zu streiten. HaKadosh Baruch Hu, er wird auf mich die Tora geben. Auf mich wird er die Tora geben. Er sagt der andere Berg, nein, auf mich. Sagt Karmel, nein, auf mich. Tavor sagt, nein, auf mich. Warum? Ich bin stark, also ich bin ein hohes Berg. Und jedes Berg sagt er so, ich werde die Tora bekommen. Weil ich bin, ich sollte, das ist der Stolz, das ist die Ehre der Tora. Die haben es gut gemeint, aber trotzdem, das war eine Hochmut von denen. Das ist die erste Sache. Nur, by the way, wir müssen noch hinzufügen, nicht, dass die Berge begonnen haben zu sprechen. Wir sind nicht dumm. Was geschrieben steht im Talmud und mit Rashim, dass die Berge gesprochen haben, ist nicht plötzlich, ja, beginnt zu sprechen, ja, ich werde die Tora bekommen. Nein, natürlich nicht. Sondern wir wissen alle, für jedes Geschöpf da in dieser Welt, es gibt einen Dienstengel. So steht es geschrieben unseren Gelehrten. Jede Geschöpf hat seinen bestimmten Engel, was eigentlich für ihn zuständig ist. Für jede Pflanze, steht geschrieben im Talmud. Eine Pflanze, sie wächst nicht, bis der Dienstengel gesagt hat, der zuständig für diese Pflanze ist, wachs. Und für jede Sache, ein Mensch, für jeden Mensch, er hat auch Dienstengel. Wie wir wissen, Malach Hatov, Malach Hara, Shnei Malachei Asharet, Talmud Shabbat, es gibt zwei Malachei Asharet, die ihn begleiten am Shabbat.
Oder zum Beispiel für jedes Geschöpf, wie wir schon gesehen haben. Auch für diese Berge, es gab die Engel, die für sie bestimmt waren, die zuständig für sie waren. Und die Engel von den Bergen haben gesagt, nein, der Kadosh Baruch Hu wird uns auf diesen, auf meinem Berg geben. Der andere sagte, nein, auf meinem Berg, weil das ist die Ehre der Torah. Aber sagt der Kadosh Baruch Hu, ich werde nicht auf für diesen Berg geben. Warum nicht? Weil ich sehe da Hochmut. Stimmt, sie meinen etwas Gutes. Ja, wir möchten die Torah bekommen, weil das ist die Ehre der Torah. Wir sind so stark deswegen und hoch, deswegen sollen wir die Torah bekommen. Aber Hashem sagt, das ist eine Hochmut. Deswegen geht es nicht. Und wo gebe ich es? Auf Berg Sinai. Warum auf Berg Sinai? Es war auch ein hohes Berg. Nur relativ zu anderen war er klein. Aber weil der Engel von diesem Berg war leise. Er hat nicht gesprochen. Er sagte, okay, die anderen sollen sich streiten. Ich streite nicht. Was Gott entscheidet, das wird er machen. Akadosh Baruch Hu sieht, du bist bescheiden. Ich werde die Torah auf dich geben. Das ist auch, was uns Talmud Tanit, Seite 7, Deutsch, was dort geschrieben steht, dass einer möchte die Torah bekommen, er muss bescheiden sein. Du willst die Torah haben, du willst, dass die Torah ein Teil von dir sein wird, du musst bescheiden sein. Es gibt noch eine schöne Lehre, was man von diesem Punkt lernen kann. Diesen Chidush, diesen schönen Punkt habe ich von meinem Vater gehört dieses Jahr. Und zwar, wenn wir jetzt gesagt haben, dass die Torah, sie soll sein auf jemanden, der bescheiden ist. Deswegen hat Berg Sinai bekommen die Torah auf sich, auf ihm. Warum? Weil er bescheiden war. Warum hat HaKadosh Baruch Hu dann nicht in einem Tal die Torah gegeben? Es gibt ein Tal, gib es in diesem Tal, der tiefste Ort in der Welt. Zum Beispiel Todesmeer, in dem Ort. Sollst du geben dort die Torah? Um uns als symbolisch, ja, soll es ganz runter sein und zu denken, nein, wir sind nichts, wir sind auch ganz unten und nicht hochmütig zu sein. Sondern sagte mein Vater so, dass auch Berg Sinai, es war etwas, das bedeutet, was bedeutet Hochmut und Demütigkeit, also Bescheidenheit? Bescheidenheit bedeutet nicht, dass ich nichts habe und ich bin bescheiden, nein, ich bin nicht, also ich habe zum Beispiel kein Geld, ich bin bescheiden, ich habe kein Geld, ich bin nicht reich. Oder einer ist nicht klug, er sagt, nein, ich bin nicht klug. Das ist nicht Bescheidenheit, das ist eine Tatsache. Bescheidenheit ist, wenn jemand etwas hat, zum Beispiel er hat Geld, er hat Weisheit oder er ist schön oder egal was es sein soll, eine gute Sache. Und trotzdem, obwohl er diesen Punkt hat, er macht sich nicht wichtig gegenüber den anderen Menschen, das ist Bescheidenheit. Und genau dasselbe mit Berg Sinai. Berg Sinai ist auch ein Berg, ein hohes Berg. Zwar nicht wie andere die andere riesige Berge, aber trotzdem im Vergleich zu anderen Hügeln oder sogar Talen, dann ist der Berg Sinai auch hoch. Aber weil er still war und er war nicht hochmütig gegenüber den anderen, die unter ihm waren. Er hat sich nicht so wichtig gemacht. Deswegen haben wir die Torah auf ihn bekommen. Es gibt noch einen Grund, weil auf die Berge Karmel und Tabor hat man dort Götzen gedient. Die Nichtjuden haben dort Götzen gedient auf diese Berge. Deswegen hat der Kadosh Baruch Hu gesagt, wie es auch heute, wir sehen zum Beispiel auf bestimmte Berge, sieht man plötzlich einen Kreuz dort. So haben auch damals die Leute auch Götzen gedient, Altare auf einem Altar dort geschlachtet. Aber auf Berg Sinai gab es nicht sowas. Warum? Weil die Menschen haben gesagt, okay, das ist eher ein kleines Berg, das ist nicht etwas für unsere Götzen. Und deswegen Berg Sinai hat man nicht auf ihm Götzen gedient. Deswegen hat der Kadosh Baruch Hu genau auf Berg Sinai gegeben, zweiter Grund. Warum? Weil auf diesem Berg hat man nicht Götzen gedient, was eigentlich bei anderen nicht der Fall war. Wir sind jetzt fertig mit diesem Punkt, warum wir die Tora bekommen haben auf Berg Sinai und bis jetzt haben wir das gesehen. Jetzt kommen wir, sehr spannend, Bezrat Hashem, über die Prozedur von Erhalten der Tora. Vom Erhalten der Tora. Am 6. Sivan, wie wir schon gesagt haben, haben wir die Tora bekommen. Aber unsere Geschichte beginnt schon mit Rosh Chodesh Sivan, am Aleph, 1. Sivan, beginnt alles. 1. Sivan, das war, welcher Tag war das? Das war Montag. Yom Sheni, steht geschrieben in der Torah, Vayis'u b'nei Yisrael merefidim, und sie sind gekommen, also sie haben Refidim, ein Ort, verlassen, und sie sind gekommen zu Midbar Sinai, in der Wüste von Sinai. Das war am 1. Sivan. Refidim, was war ein Refidim? Wie wir alle schon in der Torah wissen, steht geschrieben in der Torah, Vayavo Amalek, Vayilachem im Israel Refidim. Das bedeutet, als Am Israel waren in Refidim, in diesem Ort, es kam Amalek, Volk Amalek, und er hat einen Krieg gegen uns gemacht.
Einfach so hat er gegen uns einen Krieg gemacht. In Rephidim. Aber sagen uns die Gelehrten, warum genau in Rephidim? Der Name schon von diesem Ort sagt schon, berichtet uns, warum hat HaKadosh Baruch Hu so gemacht, dass Amalek wird gegen uns bekämpfen. Warum genau? Weil Rephidim, zwei Erklärungen. Erste Erklärung und beide stimmen. Weil Rafu Yedehem min HaTorah. Sie wissen, sie werden jetzt bald die Tora bekommen. Aber zu dieser Zeit in diesem Ort, die war nicht so stark in der Tora gebunden. Das bedeutet, sie haben gesagt, ja, wir werden die Tora bekommen, aber zu dieser Zeit, an dem Tag, mit dem Krieg, sie haben schon gesagt, okay, die Tora, die kann noch auf uns warten. Anders gesagt. HaKadosh Baruch Hu sieht, ihr seid nicht so mit der Tora zusammen, jetzt ihr wartet noch nicht, an dem Tag wartet ihr noch nicht so stark für die Tora, wird Amalek euch noch erinnern, ihr seid Juden, und ihr werdet die Tora bekommen. Weil Rafu Yedehem in der Tora, Rafu, das wäre Rephidim. Noch etwas, weil kommt von Perudim. Perudim, das ist getrennt. Am Israel waren getrennt, das bedeutet zu diesem Tag, an dem Tag, wo sie in Rephidim waren, jeder war für sich, jeder hat geschaut auf sich selbst. Er hat nicht auf andere geschaut, was braucht mein Freund, was braucht der andere, um anderen gut zu helfen. Jeder war für sich. Deswegen Perud, Rephidim von Perud, deswegen sind gekommen Amalek. Aber wie haben wir das wieder gut gemacht? Ich habe geschrieben, Vayichan Sham Israel, denke da. Was bedeutet Vayichan Sham Israel? Das Am Israel, sie haben schon gelagert, Negedahar gegenüber dem Berg. Vayichan. Stellt sich die Frage, du willst sagen, dass sie haben sich gelagert am vor Berg Sinai? Sag, sie haben sich gelagert. Warum aber er hat sich, Vayichan, Yichan, das ist Einzahl, um uns beizubringen, an dem Tag, sie sind gekommen, sie haben es wieder gut gemacht von Rephidim, und zwar, sie sind geworden auch ein Teil, ein Stück. Das ganze Volk Israel war nicht jetzt Perud getrennt. An dem Tag von Midbar Sinai, am ersten Rosh Chodesh Sivan, Aleph Sivan, wir waren schon eins. Deswegen steht es geschrieben, dass er hat sich gelagert, er hat gelagert gegenüber von Berg Sinai. Er, Volk Israel, zusammen, alle sind eine Einheit. So haben wir es wieder gut gemacht von Rephidim. Das war am ersten Sivan. Erste Sivan, also haben wir Rephidim verlassen und wir sind gekommen zu Midbar Sinai. Zweite Sivan, also Bet Sivan, das ist schon der Dienstag. Am Dienstag, Moshe Rabbeinu steigt auf Berg Sinai rauf. Und er steigt rauf und er hat eine Diskussion zwischen ihm und die Engel. Talmud Shabbat, die Quelle, Talmud Shabbat 88b. Moshe Rabbeinu steigt drauf und die Engel sehen einen Mensch. Was macht ein Mensch mit uns in der spirituellen Welt? Und die Engel haben HaKadosh Baruch Hu gefragt, ja, Maile Yeludisha Benenu, was möchte dieser Mensch, was möchte uns von uns in der spirituellen Welt? HaKadosh Baruch Hu sagt, ja, die Tora, er möchte die Tora bekommen, was ich eigentlich erschaffen habe für Am Israel. Die Engel haben gesagt, aber wie? Chemda Genusa, du hast einen Geschenk, einen verborgenen Geschenk, verstecktes Geschenk. Hast du in deinem Schatzkammer 974 Generationen vor der Welterschaffung hast du schon existiert. Und jetzt willst du es den Menschen geben? Die Menschen sind doch böse. Sie haben auch gute Trieb, böse Trieb. Sie werden nur schlechte Sachen machen. Und das ist auch passiert, auch was wir sehen, leider Gottes. Das ist auch in der Zukunft Götzen gedient und da Probleme gemacht, dort Probleme gemacht. Die Engel haben schon recht, theoretisch gesehen. Also sie kommen zu HaKadosh Baruch Hu und sagen ihm, ja, Hashem, nein, du sollst nicht dieses wunderbare Geschenk an den Menschen geben. Lass es lieber bei uns. Wir sollen die Tora haben. HaKadosh Baruch Hu hört das. Er sagt zu Moshe, gib denen eine Antwort. Achazer Lehem Tshuva, gib denen eine Antwort. Moshe Rabbeinu sagt, aber wie kann ich denen eine Antwort geben? Ich habe Angst. Die sind Engel aus Feuer. Wie? Spirituell. Sie können mich fertig machen. Sie können mich jetzt vernichten. Wie kann ich denen jetzt eine Antwort geben? Hashem sagt jetzt zu ihm, hab keine Angst. Berühre meine Gottesthron. Natürlich, das ist alles spirituell. Nicht, dass der HaKadosh Baruch Hu wirklich einen materiellen Sessel hat oder Thron hat. Ja, das ist alles spirituell. Halte das und gib denen eine Antwort. Mit anderen Worten, ich beschütze dich. Okay.
Moshe Rabbeinu sagt, es steht geschrieben in der Tora, Anochi Hashem Elokecha Asher Hoceticha Meet Mitzrayim Beit Avadim. Ich bin der Gott, der euch von Ägypten rausgebracht habe. Wart ihr in Ägypten versklavt? Denke ich nicht. Ihr seid Engel, ihr seid hier in der spirituellen Welt. Oder es steht geschrieben in der Tora, Kabedet Avicha Beit Imecha, du sollst deine Eltern respektieren. Habt ihr Vater oder Mutter? Nein, ihr habt nicht. Es steht geschrieben, nicht stellen, Lotignov. Habt ihr über böse Trieb, um zu stellen? Lotirzach, zu morden? Habt ihr überhaupt einen bösen Trieb, um zu morden jemandem? Deswegen, wir sollen die Tora bekommen. Sehr schön hast du gesagt, Moshe. Und es steht geschrieben im Psalmen, Alita lamarom shavita shevi, lakachta matanot ba'adam. Sagt uns der Talmud über diesen Pasuk, dass jeder Engel, nachdem Moshe Rabbeinu sie fertig gemacht hat, jeder Engel hat Moshe Rabbeinu gegeben einen Geschenk. Ein Geschenk. Jeder Engel hat ihm gegeben. Und sogar der Todesengel hat ihm einen Geschenk gegeben. Welche Geschenk kann der Todesengel Moshe Rabbeinu geben? Moshe Rabbeinu, er hat bekommen von dem Todesengel, der Todesengel kommt zu ihm und sagt ihm, Moshe, ich gebe dir ein Geschenk, und zwar, das ist ein Antivirus gegen mich. Ich bin der Todesengel. Was macht der Todesengel? Er tötet andere, die Menschen. Ich gebe dir einen Antivirus gegen mich. Wo du diese Sache hast, beziehungsweise machst, ich kann nicht dort sein. Ich kann nicht den Menschen töten. Okay, welche Geschenk ist es? Er sagte ihm, mach Diktorit, das Räucherwerk. Überall, wo man das Räucherwerk, natürlich in Mishkan oder Beit HaMikdash, wenn man das Räucherwerk macht, heute ist es verboten, das zu machen. Aber überall, wo man es macht, also in Beit HaMikdash oder Mishkan, ich kann nicht dort sein. Okay, danke schön. Er hat natürlich diese ganzen Geschenke gegeben, diese ganze Wissen, und er kommt runter. Es steht noch weiter geschrieben in der Torah, im Parashat Korach, Wochenabschnitt Korach, Buch Bamidbar, dass es ist gekommen zur Zeit von Korach. Korach hat einen Widerstand gemacht gegen Moshe Rabbeinu und verstorben die 250 Menschen, wurden verschluckt in der Erde, Korach und all die Sachen von denen. Und es kam eine Pest. Leute sind gestorben. Menschen sind gestorben. Es gab eine Pest. Und es steht geschrieben, dass Moshe Rabbeinu hat zu Aaron gesagt, Kach et amachta, nimm jetzt, mach jetzt das Räucherwerk und lauf schnell in dem Lager von Am Israel. Und so wirst du, und so steht es geschrieben, dass als Aaron gelaufen ist mit dem Räucherwerk, er hat getrennt, eine Grenze gemacht zwischen die Gestorbenen und die Lebenden. Also er hat seine Grenze gemacht, bis hier kannst du, also das kannst du nicht jetzt überschreiten, der Todesengel. Also wir sehen, dass der Pitum Aktorit, das ist etwas Starkes, das Räucherwerk. Aber heute haben wir nicht Pitum Aktorit, heute auch darf man nicht. Karet, derjenige, der das macht, das darf man nicht machen. Deswegen steht es geschrieben im Talmud Menachot 110a. Dort steht es geschrieben, Zot HaTorah La'olam Mincha V'Lachatat V'La'Asham. Ein Pasuk in der Torah. Sagt uns der Talmud dort, derjenige, der lernt über die Gesetze von den Opfergaben, es ist, als ob er selber geopfert hat. Anders gesagt, wenn wir heute lesen, Pitum Aktorit, wir lesen genau diese Abschnitte von der Torah und vom Talmud, Kritut Seite 6, diese Abschnitte vom Talmud und von der Torah über den Pitum Aktorit, der Talmud sagt genau, wie man es macht, dann sind wir auch beschützt vor diesen Sachen. Wir werden Bezrat Hashem in der Zukunft noch einen extra Shiur machen, allein über Pitum Aktorit. Wir benötigen dafür nur ein einziges Shiur. Aber das war so, by the way, ein Geschenk von dem Todesengel. Und jetzt, ich habe geschrieben in der Tora, und Moshe alayla Elokim, vayikra elav Hashem min ahar lemor, kot omar levet Yaakov, vetaged livnei Israel. Atem ra'item asher asetem Mitzrayim, vayesa etchem al kanefei nesharim, vavi etchem elai, ve'atayim shamat tishmeu bekoli, vi'item liham segula, und etc. Also an dem Tag, wo Moshe Rabbeinu schon auf Berg Sinai war, am 2. Sivan, nachdem er schon gesprochen hat mit den Engeln, HaKadosh Baruch Hu sagt zu ihm, noch davor, bevor ich das erkläre, es können noch manche jetzt fragen, sind die Engel wirklich dumm, dass sie so gesprochen haben, diskutiert haben mit Moshe Rabbeinu? Warum diskutiert ihr überhaupt? Ihr weißt es selber, dass es steht geschrieben in der Torah, Lot Irzach, Lot Ignov, Lot An, all die Verbote und Gebote, und das kann nur den Menschen geben. Aber warum diskutiert ihr mit Moshe Rabbeinu? Sondern sie wollten Moshe Rabbeinu zeigen, du, die Torah ist nicht etwas Einfaches, was HaKadosh Baruch Hu euch sagt, okay, nimm die Torah. Das ist etwas Gigantes, etwas Starkes, was wir es haben möchten.
Und deswegen, er soll wissen, wir bekämpfen dafür. Wir kämpfen dafür, dass es hier bleibt. Du willst es zu euch kommen, ihr werdet es auch bekommen. Aber ihr sollt wissen, dass wir Engel, wir sind bereit, es auch zu studieren. Also nur, dass wir es studieren und nicht die Menschen. Und so wird Am Israel auch besser verstehen, die Niveau und der Kraft von der Tora. Dass sogar die Engel wollten, dass es nur bei denen bleibt. Und noch eine Frage. Wie können die Engel dann die Tora lernen? Eigentlich die können auch Tora lernen. Und was geschrieben steht, ja, Elot Yitzach, Elot Ignov, die Engel, wie können sie Tora lernen? Sie lernen die Tora, wie wir schon am Anfang der Show gesagt haben, weil die Tora, das ist eigentlich Buchstaben. Und das ist nur Buchstaben, die Kombination von Buchstaben. Aber das ist unendlich, diese Kombination. Also als Moshe Rabbeinu gab in dieser Welt und Avraham Avinu, die Menschen schon existierten, HaKadosh Baruch Hu hat entschieden, okay, ich mache die Kombination so und so, dass somit haben wir die andere Geschichte. Aber wenn es in der spirituellen Welt noch war, ist auch noch nicht, wie wir schon gesagt haben, Moshe und Aaron oder Avraham Avinu, sondern nur Buchstaben. Und diese Buchstaben können auch die Engel lernen. Machen wir weiter. Unser Pasuk, wir haben jetzt den Pasuk gesagt, dass HaKadosh Baruch Hu sagt zu Moshe Rabbeinu am 2. Sivan, wo er schon oben ist, geh runter zu Am Israel und sag zu denen, Kotomale Bet Yaakov, zu Haus Yaakov sozusagen und sozusagen auch zu Bnei Israel. Ihr habt gesehen, was ich gemacht habe in Ägypten. Ich übersetze den Pasuk. Ihr habt gesehen, was ich gemacht habe zu den Ägyptern. Und weil seid ihr mal kein Fescharim und ich bringe euch jetzt zu mir. Und jetzt, ich möchte, dass ihr meine Amtsegula sein werdet. Dass ihr werdet das heilige Volk von mir. Mein auserwähltes Volk. Was bedeutet aber Bet Yaakov und Haus Israel? Also Haus Yaakov und Bet Israel. Sondern die Weisen sagen uns, Bet Yaakov, das sind die Frauen. Zuerst sollst du gehen zu Frauen, Moshe Rabbeinu. Sag es den Frauen zuerst. Ja, wisst ihr Frauen, HaKadosh Baruch Hu, er möchte mit uns einen Bund machen. Und wir sollen seinem Volk sein. Geh zuerst zu den Frauen. Und danach Bet Israel, das sind die Männer. Aber stellt sich die Frage, warum genau Frauen und danach Männer? Weil HaKadosh Baruch Hu hat gewusst, wenn eine Frau etwas schon entschieden hat, aus. Das ist schon etwas Starkes. Dann, sie kann schon auch richten ihren Mann. Sie kann auch nachher die Männer auch sagen, nein, also ihrem Ehemann oder die Kinder, ihr hört, was ich sage. Natürlich mit einer Weisheit, nicht Diktatorin zu sein. Das wird sie auch nicht schaffen. Aber mit einer Weisheit einer Frau, sie kann alles ändern. Und der Kadosh Baruch hat auf die Vergangenheit. Er sagte am Anfang der Geschichte, ab der Welterschaffung, was war? Es gab Adam und Eva. Ich habe mit Adam gesprochen. Du darfst nicht essen von dem verbotenen Frucht. Von alles darfst du essen, außer Etzada Tovara darfst du nicht davon essen. Ich habe es nicht Eva gesagt. Was ist passiert? Die Schlange hat geredet, überredet Chava. Chava hat überredet Adam. Sünde für die ganze Menschheit und die ganze Flüche sind gekommen auf die Welt. 39 Flüche sind gekommen zu der Welt. Ah, das ist ein Fehler von mir, dass ich unter Anführungszeichen, ja, dass ich es mit dem Mann gesprochen habe. Zuerst jetzt, ich mache eine Wiedergutmachung sozusagen, ich spreche zuerst mit den Frauen. Also Moshe geht zuerst zu den Frauen und danach zu den Männern. Das ist natürlich, HaKadosh Baruch Hu möchte uns nur Sachen beibringen, nicht, dass er einen Fehler gemacht hat. Das kann nicht sein, dass HaKadosh Baruch Hu Fehler macht. Nur er möchte uns beibringen Sachen, zum Beispiel, wie sollte man sich benehmen. Wir finden das öfter, wo HaKadosh Baruch Hu sagt, unter Anführungszeichen, ich habe einen Fehler gemacht. Aber das ist nur, um uns beizubringen, Sachen. Oder zum Beispiel Naaseh Adam. Aber Bezat Hashem, wir haben schon dieses Prinzip verstanden. Also um uns beizubringen, als eine Schlombeit, ihr wollt Frieden haben zu Hause, eine Frau soll wissen, das Haus existiert auf sie. Wenn sie etwas sagt mit einer Weisheit, dann zu ihrem Mann und auch gescheit. Also wenn sie gescheit ist, dann weiß sie genau, wie sie redet mit ihrem Mann. Sie kann alles ändern. Machen wir weiter. Moshe Rabbeinu kommt runter vom Himmel am zweiten Tag und er sagt zu denen die ganze Geschichte. Und Am Israel haben gesagt, Kol Asher Diber Alecha Hashem, Naaseh. Alles, was Hashem dir gesagt, was Hashem, Gott dir gesagt hat, wir werden es machen. Das war am zweiten Sivan. Drittes Sivan. Nächster Tag kommt, das ist am Mittwoch. Am Mittwoch kommt wieder Moshe Rabbeinu auf Berg Sinai rauf und er erzählt HaKadosh Baruch Hu alles. Ja, ich war jetzt bei Am Israel und, Hashem, und Am Israel sagte, wir möchten das auserwählte Volk von Hashem sein. Okay, HaKadosh Baruch Hu sagte zu Moshe Rabbeinu, ich möchte jetzt mit dir sprechen. Ich möchte mit dir sprechen, aber nimm Volk Israel.
Ich möchte jetzt nicht so, wo du jetzt versteckt bist und so werde ich mit dir sprechen, du musst das und das machen und sag es so am Israel. Nein, nicht verborgen und nicht versteckt. Ich werde mit dir sprechen neben das ganze Volk Israel. Warum? Weil am Israel, ich weiß, sie haben eine Glaube an dich, eine starke Glaube. Von wo wissen wir das? In der Tora steht es geschrieben, bei Yaminu das Volk Israel hat schon geglaubt an Akadosh Baruch Hu und auch an Moshe Rabbeinu. Also sie wissen, dass Moshe nicht einfach so eine Zauberer ist oder mit schwarzer Magie etwas macht, dass er diese Wunder macht, sondern sie haben schon gewusst, dass Moshe Rabbeinu ein Bote von Akadosh Baruch Hu ist, ein Bote von Hashem ist. Aber trotzdem, es kann die Zeit vergehen. Und dann können sagen, na, weißt du was, vielleicht war er doch ein Zauberer oder mit schwarzer Magie oder Dämonen beschwört. Deswegen, was werden wir machen? Wir können jetzt Götzen dienen. Hashem sagte zu Moshe Rabbeinu, deswegen, ich möchte mit dir sprechen. Aber wie sprechen? Nicht verborgen und versteckt. Das ganze Volk Israel soll es sehen, wie ich mit dir spreche. Und davon lernen wir noch etwas. Hashem sagte ihm, davon haben wir noch einen Profit. Weil wenn in die Zukunft kommen jetzt falsche Propheten und sie machen plötzlich Wunder, sie gehen auf dem Wasser oder auf Genezareth zum Beispiel oder sie werden irgendwelche Wunder machen, dann ist kein Problem. Aber plötzlich sagen sie zu uns, ihr müsst die Tora jetzt lassen und jetzt die Tora ist ein neues Testament oder neue Sachen geschrieben oder Koran, ja, neue Gesetze haben wir, dann sollt ihr wissen, es gibt nicht. Warum nicht? Wie ich mit Moshe Rabbeinu gesprochen habe und ihr, das ganze Volk Israel, das ist die Gedanke von Hashem, wie ich neben das ganze Volk Israel gesprochen habe, genau dasselbe müssen auch die anderen Propheten, die etwas ändern möchten bei der Tora, ich muss auch mit ihnen so sprechen, wie ich mit Moshe Rabbeinu gesprochen habe. Also nicht etwas versteckt, ja, er war in der Höhle oder er war dorthin und einige Schüler von ihm haben das gesehen. Nein, das ganze Volk Israel muss wieder es hören wie im Berg Sinai. Das ist auch logisch, weil wenn du etwas ändern willst für das ganze Volk, muss das ganze Volk es hören, nicht, dass einer kommt. Und die Geschichte von dem Juden war das immer so, dass es falsche Messias gekommen sind. Und sie haben gesagt, ja, wir sind die Messias, wir sind die Propheten und so weiter. Deswegen hat HaKadosh Baruch Hu gesagt, ich möchte, dass das ganze Volk Israel hört, wie ich mit dir spreche. Damit, wenn es falsche Propheten kommen, sollt ihr auch wissen, wir hören nicht auf sie zu. Okay, er kommt runter, sagt zu Am Israel am dritten Tag von Sivan. Dritte Datum, das ist der Mittwoch. Und er sagt zu denen, ja, so hat Hashem mir gesagt. Aber Israel sagt nein. Moshe Rabbeinu, nein, wir möchten es nicht so. Wir möchten HaKadosh Baruch Hu selber hören. Wir möchten jetzt nicht einen Dolmetscher haben, einen Übersetzer. Ja, er spricht mit dir. Ja, wir sehen, wie er mit dir spricht. Aber wir möchten, dass er mit uns spricht. Okay? Er geht noch einmal rauf, am nächsten Tag. Viertes Sivan, das ist schon am Donnerstag. Er kommt, steigt noch einmal rauf. Auf Berg Sinai und er sagt es zu HaKadosh Baruch Hu, ja, Hashem, Am Israel möchte so und so haben. Natürlich, ich muss das noch hinzufügen: HaKadosh Baruch Hu weiß alles, was in dieser Welt passiert. Wenn Moshe Rabbeinu mit Am Israel da spricht, er weiß es natürlich. Das ist der Gott, der alles erschaffen hat. Aber warum hat er das alles gemacht? Moshe Rabbeinu, du sollst auch bekommen noch eine Mitzvah. Allein das runtergehen, raufgehen, das ist eine Mitzvah. Du wirst auch eine Belohnung dafür bekommen. Deswegen hat HaKadosh Baruch Hu es auch gemacht. Geh runter, noch einmal, runter, rauf. Als eine Mitzvah, obwohl HaKadosh Baruch Hu alles weiß. Okay, Donnerstag, 4. Sivan, HaKadosh Baruch Hu hat alles schon, Moshe Rabbeinu hat alles gesagt zu HaKadosh Baruch Hu. Er sagte, kein Problem, ich habe keine Angst, ich werde jetzt mit Am Yisrael auch sprechen. Aber unter einer Bedingung, ich kann nicht einfach so jetzt mit Am Yisrael sprechen. Sie müssen schon in einem hohen Niveau sein, sich zu heiligen. Deswegen sagt zu denen, 3 Tage, also 4. Sivan heute, 5. und 6. Sivan, sie müssen sich heiligen. Wie machen sie sich heilig? Zuerst. Man darf nicht das Berg Sinai berühren oder auch nicht raufsteigen. Und derjenige, der das macht, er bekommt ein Todesurteil. Und sie müssen sich auch heiligen, indem sie waschen ihre Kleidung,
Kleidungsstücke und auch sich selbst. In der Wüste, wo hat man, heute hat mich jemand gefragt, wo haben die Am Israel das Wasser? Wir wissen, es gab den Berashel Miriam, Wasserquelle von Miriam. Und wie war das? Das war wie ein Kanal, Wasserkanal. Und dort haben sie auch getaucht. Und nicht nur das, auch Frauen dürft ihr nicht, ihr dürft nicht zusammen sein mit euren Frauen 3 Tage lang. Also 4. Sivan, 5. und 6. Sivan. Warum? Ihr müsst so heilig sein und dann werde ich mit euch sprechen. Okay? Moshe Rabbeinu geht runter und er macht nicht, man darf jetzt nicht den Berg Sinai berühren, wie wir schon gesagt haben, aber er sagte Moshe Rabbeinu, ich muss noch etwas machen, weil es kann sein, dass Am Israel, Garnat dachte, Am Israel sind hartnäckig. Du sagst, also denen ist etwas verboten, sie werden das machen. Jemand, in der jemand wird es machen, den Berg berühren. Deswegen ist Moshe Rabbeinu gegangen und er hat einen Zaun gemacht. Er hat Zaun gemacht rundherum von Berg Sinai und die Entfernung 960 Meter, 2000 Ellen. Hat er gemacht von der Entfernung von dem Berg Sinai, 2000 Ellen rundherum, hat er gemacht, also von der Entfernung von dem Berg, 2000 Ellen Entfernung, hat er gemacht einen Zaun für die Leute, die nicht dorthin kommen. Sagen uns die Gelehrten, dass eigentlich es gab ein Wunder. Welche Wunder? Dass dieser Zaun hat gesprochen plötzlich. Plötzlich hören wir Stimme von dem Zaun. Also ihr dürft nicht steigen auf den Berg. So hat HaKadosh Baruch Hu noch einen Wunder gemacht, als eine Erinnerung, wie einen Alarm. Ja, ihr dürft nicht jetzt weiterkommen zu dem Berg und es zu berühren. An dem Tag noch, wir sind noch an dem Tag 4. Sivan, Moshe Rabbeinu, er hat Am Israel beigebracht die 7 noahische Gebote. Wir haben 7 noahische Gebote. Also, wie kann man das teilen? In Avodah Zarah, Giluy Ariot und Shfichut Damim. Also, Götzendienst ist verboten auch für die Nichtjuden. Götzendienst, Giluy Ariot, Inzest, also mit verbotenen Frauen zu sein und zu töten. Und danach Aleph Bet Gimel Dalet. Aleph, das ist Ever Minachai. Man darf nicht einen Organ von einem Lebewesen essen, wo er schon lebt. Ich schneide ein Stück Fleisch oder ein Fuß von einem Tier und ich esse das, ich grille das und esse das, während er noch lebt. Darf man nicht. Zweite Verbot ist Birkat Hashem. Man darf nicht Gott Bar Minan verfluchen. Chas v'Shalom, darf man nicht. Auch als Nichtjude. Gimel ist Gesel. Man darf nicht stehlen von anderen Menschen. Auch Nichtjuden. Und vierte Sache ist Dinim. Also Dalet ist Dinim. Gerichtshof. Also auch, man muss auch haben Gericht in der Welt. Weil wenn es kein Gericht gibt, dann es gibt einen Chaos. Das hat Moshe Rabbeinu sie beigebracht, die 7 noahische Gebote, dass ja nicht jemand es vergisst. Und nicht nur das, es gab noch einige Gebote von der Tora selbst, was wir Juden vor dem Erhalten der Tora bekommen haben, mündlich. Welche waren das? Shabbat. Shabbat, über diese Sache mit Shabbat-Gesetze haben wir schon bekommen in Mara, in dem Ort Mara, haben wir schon bekommen diese Gesetze, also vor Berg Sinai. Parah Aduma, rote Kuh, die ganze Unreinheit, Reinheit, auch vor dem Erhalten der Tora. Dinim, Gericht, die jüdische Gerichtshof, also wie Gesetze, wie Stellen und solche Sachen, wie sollte man entscheiden? Und vierte Sache ist, Eltern respektieren, haben wir auch vor dem Erhalten der Tora bekommen. Und noch, ich habe geschrieben, an dem Tag, wir sind noch an dem Tag, 4. Sivan, das ist der Donnerstag. Moshe Rabbeinu hat ein Buch geschrieben, Sefer HaBerit. Was ist ein Sefer HaBerit? Sefer HaBerit, das ist ein Buch, was wir alle kennen. Das ist die Tora selbst, aber von Bereshit, von der Welt erschaffen, Bereshit bara Elohim, bis dem Erhalten der Tora am Berg Sinai. Diese ganze Geschichten, das bedeutet die Welterschaffung, Adam, Noach, Generationen natürlich alle. Avraham Avinu, Yitzhak, Jakob, Josef in Ägypten, Sklaverei in Ägypten, von den eigenen Menschen, die dort waren auch. Und Auszug aus Ägypten, die Wundern und bis am Israel kurz vor Berg Sinai stehen. Das hat schon Moshe Rabbeinu am 4. Tag alles niedergeschrieben. Okay, wir sind schon fertig mit dem 4. Tag. 5. Sivan von dem Datum, das ist schon der 6. Tag. 6. Tag, Moshe Rabbeinu, er wacht auf in der Früh und er baut einen Altar, einen Misbeach. Und nicht nur das, noch 12 Monumente. Ja, noch 12 Altare sozusagen, 12 Monumente. Und
Zwölf sind gekommen jetzt, die Erstlinge von Am Israel. Zwölf. Warum genau zwölf? Die Anzahl von dem Schwatim, von Am Israel. Von den zwölf Stämmen. Und kommen die Erstlinge und schlachten dort zwölf Burschen und schlachten Opfern auf dem, diese zwölf Altare. Es ist gekommen ein Engel vom Himmel und er hat das ganze Blut von diesen Opfern, er hat es geteilt in zwei. Das Blut hat er geteilt in zwei, 50-50. Ein Teil von dem Blut, was da ist, von den Opfergaben, hat Moshe Rabbeinu geschmissen auf seinen eigenen Altar. Und die zweite Hälfte von dem Blut hat er gelegt in solche Gefäße namens Aganot. Das hat er dort gelegt. Was hat er damit gemacht? Schauen wir noch weiter. Noch, wir sind am fünften Tag. An dem Tag hat er gelesen von dem Buch Berit, Sefer Berit, was er gestern niedergeschrieben hat. Er hat es alles gelesen. Natürlich, von Akadosh Baruch. Also er hat alles gelesen, von Adam Arishon, die ganze Geschichte bis jetzt. Und da sagst du denen, ja, das ist die Geschichte, schaut, es gab die Welterschaffung. Es gab dort Menschen, die bis jetzt schlecht waren. Es gab Sodom und Amora. Es gab Dora Palaga. Es gab Dora Mabul. Es gab Nimrod. Es gab so viele schlechte Situationen in der Welt, wo die Menschheit gegen Gott waren. Und Akadosh Baruch hat sie bestraft. Mit starken Strafen auch, mit schlimmen Strafen. Vernichtet und viele schreckliche Sachen. Deswegen passt auf. Nicht nur das, es ist noch geschrieben, dass er hat es vor Am Israel gelesen, aber nicht nur das, er hat auch die Flüche von der Tora auch Am Israel gesagt. Wenn wir die Tora nicht einhalten, was wir bekommen werden. Also bis jetzt, das ist nur die Geschichte bis jetzt, bis das Erhalten der Tora. Danach kommt es noch weiter mit die ganzen Sachen von den Gesetzen und alles, das werden wir noch bekommen in Erhalten der Tora. Und er sagt, wenn wir die Sachen, was wir bekommen werden, nicht einhalten werden, dann, Akadosh Baruch Hu, er gibt uns viele Flüche. Solche Flüche und solche Flüche, wir werden verflucht sein. Warum muss er das auch erwähnen? Weil wenn am Israel allein lesen, die Tora, ja, wir bekommen die Tora, und plötzlich es nicht einhalten, Akadosh Baruch Hu kann jetzt nicht, wenn Akadosh Baruch Hu kommt und er sagt, ja, ihr seid jetzt verflucht, Exil und viele schreckliche Sachen, dann wird am Israel sagen, hey, warum, ich wollte das überhaupt nicht. Ich dachte, ich werde es als Geschenk bekommen, aber nicht verflucht sein. Ich dachte, nur gesegnet werde ich sein, aber nicht verflucht. Deswegen als eine Vorwarnung, passt auf, ihr werdet auch verflucht sein. Seid ihr sicher, ihr wollt es bekommen? Wir sind sicher. Okay, nachdem Am Israel gesagt haben, ja, wir möchten es hundertprozentig bekommen, obwohl es auch Konsequenzen sein können, wir bekommen die Tora. Er hat genommen die zweite Hälfte vom Blut, was er geleckt hat in diese Aganot, in diese Gefäße. Und er hat es geschmissen auf Am Israel, dieses Blut. Als ein Ritual, um zu zeigen, ein Symbol, ihr seid jetzt, das ist ein Bund zwischen euch und Akadosh Baruch Hu. Steht geschrieben in der Tora, Hine Dama Berit, dieses Blut, das ist ein Bund zwischen uns und Gott, Asher Karat Hashem Imachem al Kol HaDevarim Ha'ele. In Am Israel, es gab viele Leute dort, Am Israel, wie wir schon gesagt haben, sie waren versklavt in Ägypten 210 Jahre. 86 Jahre stark versklavt, also schrecklich war dort. Sklaven zu sein, Leute, die jetzt ein Haus, also Städte bauen, Pitom Ramses und viele bauen dort. Es kann sein, dass es auch Probleme kommt, nicht nur von den Schlägereien. Es kann sein, wenn Chas v'Shalom ein Mann ist runtergefallen von dem Dachgeschoss. Er ist runtergefallen, seine Füße gelähmt. Oder zum Beispiel, man hat ihn so stark geschlagen, dass er keine Hände hat. Also seine Hände funktionieren nicht mehr. So stark geschlagen, dass er nicht mehr sehen kann. Oder dass er jetzt taub ist oder stumm ist. Oder viele, viele Sachen ist, dass sie nur Menschen, also die meisten Juden zu dieser Zeit, sie waren Krüppel, blinde Menschen. Jeder hatte dort ein Problem. Oder zumindest die meisten dort. Die meisten haben dort Probleme gehabt, von der Gesundheit her. Und der Kadosh Baruch Hu sagt, wie soll ich jetzt dem heiligen Volk, auserwähltes Volk, wie soll ich es zu so einem Menschen geben? Alle werden sie auslachen. Schaut, welche Volk Akadosh Baruch Hu auserwählt hat. Deswegen hat Akadosh Baruch Hu, was hat er gemacht? Er hat geschickt jetzt Engel und die Engel sind gekommen und sie haben uns gesund gemacht. Jeder, der blind war, plötzlich konnte er sehen. Taub, stumm, jetzt kann er sprechen, hören. Er kann jetzt gehen. Also Leute, die gelähmt waren, konnten nicht gehen, jetzt können sie gehen. Leute, die keine Hände haben, plötzlich haben sie eine Hand.
Und Wunder, auch Moshe Rabbeinu, er war Stotterer. Kvad Peruch war das schon. An dem Tag ist er auch geheiligt, also geheilt worden. Und das ist auch, was geschrieben steht im Shir HaShirim, in das Hohelied von Shlomo HaMelech, Kulach Yafar Ayati Umumin Bach. Ihr habt keinen Mangel am Israel. HaKadosh Baruch Hu, bevor er die Torah gibt zu Am Israel, er geht zu die Völker, zu den anderen Völkern. Warum? Er sagt, wenn ich jetzt zuerst zu Am Israel komme, und das sollte ich auch machen, aber wenn ich zuerst zu denen komme, und die Zeit vergeht, und ich werde jetzt, der Mashiach wird kommen, und ich werde Am Israel belohnen, die Leute, die die Torah eingehalten haben und Mitzvot gehalten haben, dann werden die nicht Juden kommen und sagen, hey, HaKadosh Baruch Hu, warum machst du das? Warum gibst du jetzt Am Israel diese Belohnung? Ja, weil sie die Torah eingehalten haben. Ja, aber Hashem, wenn du zu uns gekommen wärst und hättest du uns auch vorgeschlagen, die Torah zu studieren und die Torah zu bekommen, dann hätten wir auch die Torah bekommen. Warum genau zu Am Israel? Deswegen hat HaKadosh Baruch Hu so gemacht, ich gehe zuerst zu den anderen Völkern, zu allen Völkern, was es gab. Zuerst zu Esav, die Söhne von Esav. Er kommt zu den Völkern, natürlich zu wem? Er geht zu dem Minister von denen, von dem Engel. Die Engel, die zuständig sind für die bestimmten Völker. Von Esav, das ist der Samech Mem. Er kommt zu ihm, er sagt ihm, du, wollt ihr die Tora bekommen als Volk, die Söhne von Esav? Was steht dort geschrieben? Ja, ich habe dort geschrieben, zum Beispiel, man darf nicht töten. Nicht töten, Shem, wie geht es? Ich habe geschrieben in der Tora selbst, dass mein Vater, also Yitzchak, er hat Esav gesegnet, Al-Char Bechatichie. Du bist gesegnet und du wirst leben mit deinem Schwert. Meine Kraft ist mit dem Schwert. Geht nicht. Okay. Geht nicht. Gib es Am Israel. Er geht jetzt zu Ishmael, die Söhne Ishmael. Wollt ihr die Tora bekommen? Was steht dort geschrieben? Ja, steht dort geschrieben. Er hat ausgesucht. Lotignov, man darf nicht stellen. Ah, man darf nicht stellen. Na, wie, HaKadosh Baruch Hu. Steht geschrieben in der Tora, dass Abraham, steht geschrieben in der Tora selbst, Yado Bakol Verav Kolbo. Also Yado Bakol, die Hände von ihm herrscht auf alles. Also wir werden Yado Bakol, er wird alles berühren, alles wird er, möchte er haben. Und wie sagst du nicht stellen? Das ist meine Natur, Herr, dass ich es haben möchte. Geht nicht, gebe es Am Israel. Er geht zu Ammon und Moab. Was steht dort geschrieben? Man darf nicht Lotinav, man darf nicht jetzt mit verbotenen Frauen sein. Na, wie geht es? Also Moab und Ammon, unsere Väter, wie sind sie gekommen? Von den Töchtern von Lot, Inzest, dass die Töchter von Lot mit ihrem eigenen Vater geschlafen haben. Das ist Moab und Ammon. Geht nicht, wir können das nicht. Gebe es Am Israel. Und zu jedem Volk ist er gekommen, der Kadosh Baruch Hu, die Tora vorgeschlagen, wollt ihr jetzt haben? Nein, wir möchten es nicht, wir können es nicht bekommen. Gib es Am Israel, gib es Am Israel. Alle waren einverstanden, dass wir Am Israel bekommen. Okay, HaKadosh Baruch Hu kommt zu uns. Wollt ihr die Tora bekommen? Was haben wir gesagt? Na, wenn ich mal, ohne nachzufragen, was steht dort geschrieben, wie die anderen Völker? Was steht dort geschrieben? Nein. Zuerst wir werden tun und dann werden wir hören, was du von uns verlangst. Also wir bekommen auf uns diese Sache. Wir möchten es bekommen und danach schauen wir, was dort geschrieben steht. Aber ich hätte geschrieben noch davor, bevor HaKadosh Baruch Hu zu Am Israel gekommen ist. Ich habe geschrieben, als die alle Völker gesagt haben, nein, 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 nein. Die Welt, es gab ein starkes Erdbeben in der Welt. Warum? Weil die ganze Welt hat schon Angst gehabt. Warum? Ich habe geschrieben in der Torah, wir haben das auch öfter schon erwähnt, dass HaKadosh Baruch Hu hat eine Bedingung gesagt in der Welterschaffung. Wenn ich jetzt die Tora geben werde, Yom HaShishi, am sechsten Tag, welcher der sechste Tag? Der sechste Sivan. Wenn ich am sechsten Sivan in der Zukunft, in 2448 Jahren, die Tora den Menschheit geben werde, ist alles schön und gut. Aber wenn die Menschheit es nicht bekommt, dann ich werde alles wieder Tohu Wabohu machen, wieder Chaos, die ganze Welt. Die Welt hat Angst. Ich sehe, dass alle Völker möchten es nicht. Und als die Welt gesehen hat, dass Am Israel möchten es, Nase, wenn ich schmah, dann ist es schon beruhigt. Rabbi Elazar ben Arach sagte im Midrash, dass 600.000 Malachi Asharet sind gekommen und sie haben zwei Krone gegeben zu Am Israel. Erstens, weil Zachor und zweitens für Shamor. Entschuldigung, nicht Shamor, Zachor, Shabbat. Ja, das ist für Nase und Nishma.
Nase und Ishma haben sie die Krone gegeben. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Tag. Der Tag der 6. Sivan. 6. Sivan kommt. Das war, welcher Tag war das? Das war am Samstag. Es steht geschrieben in der Tora, ich lese in diesem Pasuk. Kolot uvrakim ve'anan kaved alar ve'kol shofar chazak meod. Akadosh Baruch Hu hat nicht einfach so die Tora gegeben, sondern er hat gegeben, in der Früh, plötzlich beginnt es in der Wüste, es beginnt Regen zu kommen, leichtes Regen. Wie es auch geschrieben steht im Tanach, gam shamaim natafu, gam avim natafu maim. Kleines Regen, also leichtes Regen ist gekommen. Nicht nur das, auch Dunkelheit war plötzlich. Und Schofarblasen hören wir. Und Dunkelheit, wir sehen nur Schwarzes, Finsternis. Warum? Warum Finsternis? Weil Hashem sagt so, weil wenn wir nicht sehen, so stark sehen, sondern wir hören, dann können wir besser hören auch. Deswegen hat HaKadosh Baruch Hu auch gemacht, das ist auch ein Grund, warum HaKadosh Baruch Hu hat gemacht Finsternis. Wenn noch einen Grund sagen, besser Hashem weiter. Aber das ist ein Grund, warum es so gemacht hat. Aber der Tag kommt, wo Am Israel schon danach gewartet haben. Sie haben sich geheiligt und gewartet, 50 Tage lang. Verschlafen. Am Israel, sie schlafen die ganze Nacht von Shishi, also Freitag am Abend schlafen sie. Aber anstatt ganz in der Früh aufzuwachen, schlafen. Zwei ersten Stunden von dem Tag haben sie es verschlafen. Und der Gadosh Baruch Hu möchte kommen, also sich offenbaren zu Am Israel. Aber er sieht irgendwie, alle schlafen da. Moshe Rabbeinu ist gegangen, gelaufen in dem ganzen Lager. Und er sagte, du, hier, Am Israel, HaKadosh Baruch Hu wartet auf uns. Heute ist der Tag, wo wir die Tora bekommen. Und alle, nein, wir möchten nicht die Tora bekommen. Plötzlich alle haben Angst bekommen. Sie sehen plötzlich Donner, Wetter und sie sehen jetzt Blitze. Sie sehen plötzlich Finsternis, Dunkelheit. Sie haben Angst bekommen. Aber weil wir geschlafen haben an dem Tag, deswegen gibt es eine Wiedergutmachung jedes Jahr. Und zwar, das ist, jede Shavuot, das ist der 6. Sivan, müssen wir wach sein die ganze Nacht. Warum? Als Wiedergutmachung für den Schlaf, was wir geschlafen haben, in der Zeit, wo wir eigentlich die Tora bekommen haben sollten. Ich hätte geschrieben noch weiter, wie haben wir die Tora bekommen? Berg Sinai war Feuer. Natürlich, das ist ein heiliges Feuer, nicht etwas Feuer, was verbrennt und Chaos macht. Sondern das war ein heiliges Feuer, was nicht brennt. Und es kam auch, wie wir schon gesagt haben, Regen, kleines Regen. Aber der Regen, es gab ein Wunder, dass der Regen hat nicht gelöscht, das Feuer. Reish Lakish sagt, Rabbi Shimon ben Lakish sagt, alles an dem Tag war aus Feuer. Die Tora, sie hat ausgeschaut, die Buchstaben von der Tora, alles spirituell natürlich, schwarze Feuer auf weiße Feuer. Spirituell, nicht etwas, was wir verstehen, aber das ist etwas, was wir ganz grob aus Feuer war. Die Tora, die Buchstaben der Tora. Moshe Rabbeinu, er hat ausgeschaut plötzlich aus Feuer, als ob Feuer von ihm rausgekommen ist, also ganz Feuer. Die Leute haben Angst gehabt, zu ihm zu kommen. Die Engel, die gekommen sind, 600.000 haben wir gesagt, alle waren aus Feuer. Sinai-Berg, Sinai selbst, es gab ein Feuer dort. Aber warum Feuer und Finsternis? Sondern das ist ein Hinweis von HaKadosh Baruch Hu, derjenige, der die Tora lernt. Die Tora wurde verglichen mit dem Feuer. Und wir haben auch gesehen Feuer. Und derjenige, der die Tora lernt, er wird beschützt von dem Feuer der Hölle. Deswegen hat HaKadosh Baruch Hu gegeben die Tora im Feuer. Warum? Als einen Hinweis, wenn ihr diese Tora lernt, dann werdet ihr beschützt sein vor dem Hölle. Und warum Finsternis? Weil ihr werdet auch befreit sein von dem Finsternis und Dunkelheit des Exiles. Ihr werdet sein im Exil, aber dank der Tora, ihr werdet nicht, ihr werdet von dort erlöst werden. Und es steht noch geschrieben, Aschan, wer hat Sinai, Aschan Kulo, es kommen auch Rauch vom Berg Sinai. Natürlich Rauch, weil es gab nur Feuer. Sagen uns die Midrashim, nein, nicht wegen dem Feuer. Es kam Rauch von dem Berg selbst, nicht von dem Feuer. Und noch ein Wunder, was passiert ist, es ist Rauch gestiegen, gerade. Normalerweise, wenn es Rauch gibt, dann es kommt zu allen Seiten. Aber da es ist gerade gestiegen. HaKadosh Baruch Hu, jetzt kommen wir noch weiter. HaKadosh Baruch Hu, nachdem wir es schon beschrieben haben, HaKadosh Baruch Hu hat genommen Berg Sinai und erhoben auf Am Israel.
Geoben auf Am Israel. Am Israel, das war, der Lager von denen war 12 Kilometer, Lager von Am Israel. Shalosh Parsaot auf Shalosh Parsaot, 12 Kilometer auf unsere Sprache. Und HaKadosh Baruch Hu auf den Berg Sinai erhoben und er sagt, warum? Es gibt eine gute Perspektive und schlechte Perspektive. Die gute Perspektive, das ist wie eine Kala, wie eine Chuppa. Eine Frau, die jetzt heiratet, ein Bräutigam und die Braut, sie stehen unter einem Chuppa. Ja, so eine Decke, was man darauf legt. Und HaKadosh Baruch Hu als einen Hinweis wollte er zeigen, hier, das ist die Chuppa, ihr macht jetzt einen Bund, ihr heiratet, unter Anführungszeichen, ihr seid jetzt eins mit der Tora, und deswegen, ich mache eine Chuppa für euch. Aber es gibt auch von der schlechten Perspektive. Am Israel plötzlich, nachdem sie schon gesagt haben, das bin ich Schma und wir bekommen in die Tora, ja, kein Problem. Plötzlich haben sie erfahren, ihr müsst auch die mündliche Tora bekommen. Was bedeutet mündliche Tora? Nicht nur, was geschrieben steht. Jede Generation ist eine Entwicklung. Das bedeutet nicht Reform, Chas v'Shalom, sondern jede Generation gibt es neue Sachen, Technologie. Und da plötzlich sehen wir jetzt, durch die Technologie, wir entwickeln uns. Und deswegen, das bleibt nicht genau wie es vor 2480, also wie vor, wie wir heute leben, vor 3333 Jahren war. Sondern die Welt entwickelt sich. Strom und Technologie, deswegen, wir müssen auch die Tora auch, diese Sachen passen für die Tora. Darf man Strom benutzen am Schabbat, ja oder nein? Darf man mit dem Auto fahren am Schabbat, ja oder nein? Oder wie mache ich, diese und diese Sachen machen? Es gibt viele Sachen, was wir sehen in der Technologie. Deswegen, es gibt auch viele mündliche Überlieferungen. Also die Gesetze, was eigentlich gekommen sind. Und haben die Sachen gesagt, nein, 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 wir waren nicht einverstanden damit. Wir waren einverstanden, das bin ich immer nur mit der schriftlichen Tora. Hashem sagt aus, ihr wolltet schon, wir haben schon einen Bund gemacht. Jetzt, ihr werdet es in zwangsweise bekommen, die mündliche Tora. Weil ihr gesagt habt, Nasser will ich mal bei der schriftlichen. Es gibt nicht schriftlich ohne mündlich. Es gibt nicht schriftliche Tora ohne mündliche Tora. Deswegen kann man es nicht lernen. Das ist eine Tatsache. Und derjenige, der anders denkt, der ist dumm. Warum ist er dumm? Wie kannst du Tora lernen, die schriftliche Tora ohne die mündliche Tora? Und jetzt. Es gibt auch viele Beweise, aber das ist nicht unser Thema jetzt. Aber deswegen hat der Kadosh Baruch Hu denen gesagt, zwangsweise werdet ihr jetzt die Tora bekommen. Und an dem Zeitpunkt, wo der Kadosh Baruch Hu uns die Tora bringen möchte, steht geschrieben, Kol de Mamadaka in der Tora. Alles war still. Alles war still, keines Geschöpf. Die Engel wollten singen an der Kadosh Baruch Hu, waren still. Vögel, sie machen Zif-Zif, also sie machen Geräusche. Alle waren still. Löwen, alle Tiere, was es gab. Alles, die ganze Natur hat plötzlich aufgehört zu existieren, unter Anführungszeichen. Es hat alles noch gelebt. Aber es gab keine Bewegung. Alle waren still. Alle waren still. Und Kol Hashem mitoch Haish. Wir haben begonnen jetzt, die Stimme Gottes zu hören. Wir wollten die Stimme Gottes hören. Und wir haben begonnen, die Stimme Gottes zu hören, die 10 Gebote. Es wird geschrieben im Midrash, dass die Stimme Gottes wurde geteilt in 7 Teile. Warum? Weil nicht jeder kann jetzt diese Stimme hören. Deswegen, warum 7? Moshe Rabbeinu, er hat laut seiner Stärke die Stimme gehört. Moshe, Männer, Frauen, Babys, kleine Kinder, Burschen und alte Menschen. Für jede bestimmte Kategorie hat HaKadosh Baruch Hu angepasst die Stimme. Nicht nur das, in 7 Stimmen hat es aufgeteilt, aber nicht nur das, auch in 70 Sprachen hat HaKadosh Baruch Hu diese ganzen Gebote gesagt. Warum? Damit die ganze Menschheit in der Welt, auch die Leute, die in China sind und auch Leute, die jetzt in Australien sind, in Amerika sind, alle werden hören, die Tora, was wir am Israel bekommen. Also die ganze Welt hat gehört, die Tora, was wir bekommen haben. Es steht noch geschrieben, V'chol am ro'im et hakolot. Noch Beschreibung über die Sache und V'chol am ro'im et hakolot. Und wir sind noch, das Am Israel haben gesehen, die Stimmen. Am Israel waren so heilig, dass sie haben begonnen, die Stimmen zu sehen. Das ist etwas, was wir nicht verstehen. Normalerweise Stimme, ich höre Stimme und ro'im et hakolot und ich kann nicht sehen, die Stimme. Aber sie waren so heilig, dass sie sogar die Stimmen gesehen haben. Heute vielleicht kann man so sagen, dass sie die Schallwellen, also die, was man, wie man spricht, die Wellen haben sie gesehen.
Ich weiß nicht, vielleicht so, aber die sind so hoch geworden in der spirituellen Niveau, dass sie sogar die Stimme gehört haben. Panim befanim di berashem machem. Akadosh Baruch hat mit uns gesprochen, face to face, wie Akadosh Baruch mit Moshe Rabbeinu gesprochen hat. Es kommen manche Leute, die versuchen so klug zu sein und fragen, ja, vielleicht war Akadosh Baruch Hu, vielleicht hat Akadosh Baruch Hu jetzt mit, vielleicht hat Moshe Rabbeinu, Entschuldigung, vielleicht hat Moshe Rabbeinu einen Trick gemacht. Gesprochen mit Am Israel, ja, ich bin Gott, ihr müsst das und das machen. Nein. Warum? Von wo wissen wir das? Weil Akadosh Baruch Hu erstens hat mit uns gesprochen. Zweite Sache, wir waren alle zu diesem Zeitpunkt Propheten wie Moshe Rabbeinu. Face to face hat Akadosh Baruch Hu mit uns alle gesprochen. Und ich habe geschrieben, wir waren alle Propheten wie Moshe Rabbeinu. Die ganze Menschheit in der Welt, also in die gesamte Bevölkerung in der Welt, nicht Juden, sind gekommen zu Bilam, der Prophet. Bilam, der Prophet, der hat noch gelebt. Und sie kommen zu ihm, ja, was ist passiert jetzt? Vielleicht wird der Akadosh Baruch Hu jetzt die ganze Welt zerstören, wie er es gemacht hat in Mabul, Sintflut. Bilam sagte, nein, ihr Dummköpfe, nein, Akadosh Baruch Hu möchte nicht die Welt zerstören. Er hat doch geschwört, er wird jetzt nicht keine Sintflut geben. Sondern, also was ist diese ganze Zeit, also die ganze Situation, dass alle sind still und Erdbeben, starke Erdbeben und starke Stimmen hören wir, Schofar, Blasen von Schofar hören wir. Er sagt, dass das heilige Volk wurde jetzt auserwählt und dort, jetzt bekommen sie die Tora von HaKadosh Baruch Hu, sagte Bilam, der nicht-jüdische Prophet, zu den Umot HaOlam. Und, ich habe noch geschrieben, HaKadosh Baruch Hu hat noch zwei Wunder gemacht, also viele Wunder natürlich, aber er hat alle Götzen genommen und alle Götzen haben sich gebeugt vor HaKadosh Baruch Hu. Also alle Statuen können sich nicht bewegen, aber sie haben sich gebeugt vor Berg Sinai, also vor Hashem, als Symbol, ja, wir sind unter dir, Hashem. Nicht nur das, HaKadosh Baruch Hu hat gegeben Wasser in den Mund von den Statuen. Und sie haben gespuckt, diese Statuen. Plötzlich beginnen sie zu spucken an alle Menschen, an die Nichtjuden. Warum? Wie könnt ihr, wie wagt ihr es euch überhaupt, an uns zu glauben, aber und nicht an dem Akadosh Baruch Hu? Wie dient er uns, Götzen? Wir sind Götzen doch. Also nicht gesagt, aber sie haben gespuckt als ein Symbol. Es gab drei Gruppen bei Am Israel, die Tora bekommen haben. Es gab Leute, die Nafshi Yatzah Bedabro. Es gab Leute dort, die Gottes Stimme gehört haben, sofort in Ohnmacht gefallen, die Seele ist gekommen rauf zu Gottes Thron. Die Tora kommt zu Hashem und sagt, Hashem, du wolltest jetzt mich geben zu den Menschen. Und sie sind gestorben. Hashem sagt, du hast recht. Er hat geschickt jetzt Engel und sie haben die Menschen überlebt, also wiederbelebt. Und diese Gruppe haben wieder gelebt. Deswegen sagen wir, Torah Temimah Meshivat Nafish. Torah Hashem mit Temimah Meshivat Nafish, dank der Torah haben wir unsere Seelen zurückbekommen. Das war die erste Kategorie von Menschen. Zweite Kategorie, sie sind nicht gestorben, weil sie waren noch heiliger, aber die haben gezittert. Deswegen hat HaKadosh Baruch Hu gemacht. Er hat mit jedem Gespräch von ihm, jede Dibra und Dibra von dem Zen, hat er gegeben Besamim, gutes Duft. Gutes Duft an die ganze Welt. Und stark. Greif war das, die ganze gute Duft. Und so ist ihre Seele zu sich gekommen. Also sie haben gelebt, aber sie haben Angst gehabt. Sie haben gezittert. Und sie haben sich entspannt, indem sie diese gute Duft gehört haben. Nach jedem Gespräch von Hashem ist gekommen ein Wind. Dieser Wind hat diese ganze Bessamim genommen in Gan Eden. Dort ist diese gute Duft. Und noch einmal ist gekommen eine neue, nächste Dibra, nächste Gespräch. Und noch einmal, die zweite Gruppe zittern. Noch einmal gibt er zu denen diese gute Duft. So war der bei den 10 Geboten. Und so haben Entschuldigung, das war die dritte Kategorie. Das waren die heiligsten Personen. Die haben nicht gezittert, sondern sie waren ein bisschen schwach. Und das ist, was passiert ist. Noch die zweite Gruppe habe ich noch davor musste man noch sagen. Die zweite Gruppe, sie haben nur gezittert, aber nicht nur gezittert, sondern Hashem hat sie sind plötzlich geflogen 12 Kilometer nach hinten, 12 Meilen, 12 Kilometer nach hinten vor Angst. Wie ist es passiert? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht so einen Boom, was sie bekommen haben und nach hinten geflogen 12 Kilometer. Vayaraam, vayanu, vayamdu merachok. Steht geschrieben in der Tora. Vayaraam.
Vayanu, vayamdu merachok. Plötzlich sind sie 12 Kilometer von hinten. Als Kadosh Baruch hat geschickt, die Dienstengel, sie haben sie geholfen, weiterzukommen. Das war die zweite Kategorie. Und dritte Kategorie, wie wir gesagt haben, sie waren schwach, sie sind stehen geblieben, weil sie waren die Heiligsten. Sie waren stehen geblieben auf demselben Ort, aber ein bisschen schwach. Deswegen hat Kadosh Baruch gegeben, bei jedem Gespräch, gutes Duft. Und wie hat Kadosh Baruch zu uns gesprochen? Damit beenden wir den Shiur. Als erstes, der erste Gespräch war so, dass er die ganze 10 Gebote auf einmal gesagt hat. Alle 10 Gebote auf einmal. Ist nicht verständlich. Weil alle Sätze in einem Wort sozusagen, mit einem Gespräch, 10 Sätze. Ist nicht verständlich. Was wir Menschen machen, können das nicht machen. Das war mein erstes Gespräch. Und danach hat er jede Dibra einzeln gesagt und Moshe Rabbeinu hat erklärt, was HaKadosh Baruch Hu eigentlich möchte. Und wie hat er es erklärt? Das ganze Volk Israel muss ihn hören. Hashem, verstehen wir, wie Am Israel hören kann. Aber der Lager von Am Israel war 12 Kilometer. Es gab einen Wunder, dass man die Stimme von Moshe Rabbeinu die ganze 12 Kilometer gehört hat. Die zwei ersten Gebote haben wir von Hashem höchstpersönlich gehört. Anochi Hashem Elokecha und Lo Yelecha. Ich bin Gott, euer Gott, was euch aus Ägypten rausgeholt habt. Und ihr dürft keine Götzen dienen. Plötzlich sagen Am Israel, wir können nicht weiter so machen. Wir können nicht Gott hören. Wir können nicht. Wir alle da ber Immanuel Elokim ben Amut. Wir werden jetzt sterben. Moshe, wir können nicht. Wir haben gesehen, diese drei Gruppen, die was passiert ist. Gestorben, nach hinten geflogen, 12 Kilometer, andere waren schwach. Sie kommen zu ihm nach zwei die Brot. Moshe, wir können das nicht mehr. Okay, Moshe Rabbeinu, er sagt zu denen, aber ihr selber wollt es von Hashem höchstpersönlich hören. Nein, wir können es nicht. Du sollst schon der Dolmetscher von uns sein. Moshe sagte, okay, das ist super, dass ihr es nicht selber hören könnt. Das zeigt, dass ihr gottesfürchtige Menschen seid. Und ihr sollt wissen, immer wenn ihr eine Sünde machen wollt, seid gottesfürchtig und so werdet ihr nicht sündigen. Und so hat Moshe Rabbeinu die restlichen 8 Gebote von Hashem gehört und danach ist uns Menschen gesagt, an uns Juden gesagt. Das war über diese Sachen von Chag HaShavuot. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.